Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich muss mich mal schnell beeilen, sonst mopsen die uns wieder essen. Ja, herzlich willkommen hier zurück zu Dayland. Wenn man vom Locke spricht, dann kommt er auch schon. Wir können zwar seinen Auftrag mit dem Frosch noch nicht abschließen, allerdings hoffe ich jetzt einfach mal. Ja. Hoffe ich jetzt einfach mal, dass der so einen geilen Unsichtbarkeitstrank hat. Ja, und dann können wir den nämlich einfach kaufen und dann, das will ich auch, ich will nur so einen Unsichtbarkeitstrank, schönen Dank. Dann können wir den kaufen und dann sparen wir uns die ganze Angelei, auf die ich keinen Bock habe. Ja, und dann haben wir den Unsichtbarkeitstrank. Ja, dann haben wir genau den Unsichtbarkeitstrank, den wir brauchen, um den Auftrag für den Nidavi abzuschließen. Den können wir abschließen, den können wir abschließen. Dann haben wir jetzt bloß noch das mit dem Frosch offen, wo ich absolut keine Ahnung habe, wie das funktionieren soll. Aber keine Panik, bekommen wir alles raus. Das Schutzgebet hält immer noch. Ich würde gerne... sowas pflanzen. War, glaube ich, das Richtige. Hoffe ich. So, die können wir ruhig ein bisschen enger stellen, denn die werden ja nicht so besonders groß. Und dann vielleicht noch eins. Ah, jetzt habe ich wieder das Teil gewechselt. So. Noch so eine Pappel dahin. Ja, weil die relativ viel Kohle bringen. Ne? Warum soll man es da nicht nutzen? Die Kirschen sehen gut aus, brauchen aber viel Platz und bringen jetzt auch nicht so besonders viel Kohle, deswegen kommen wir damit rein, glaube ich, ganz gut hin. Den mache ich auch mal noch weg. Danke, danke, danke. Jo, dann können wir nämlich hier auch schon wieder Baumwolle. Baumwolle, Baumwolle, Baumwolle. Machen wir mal noch so einen Durchgang Baumwolle. Dann haben wir relativ viel. Und dann können wir da auch ein bisschen Geld machen. Und damit sollten wir dann ja eventuell vielleicht auch schon hinkommen. So, genau. Jetzt rufen wir erstmal die Mun. Aber nee, wir haben nicht besonders viel Energie. Neue Idee, wir gehen... Ne, verkehrt. So, hier. Dahin wollen wir erstmal schlafen. Bisschen Energy tanken. Und dann... Oh, okay. Doch Albträume. Ich suche dich schon so lange, mein Prinz. Sag mir, wo du bist. Okay, okay, okay. War das Schutzgebet jetzt noch aktiv? Wenn wir mal gleich gucken. Rechts oben in der Ecke. Ja, eigentlich schon. Und theoretisch hieß es, dass uns sowas eigentlich nicht passieren sollte. Dass wir da keine, dass uns dieses Schutzgebet auch vor Albträumen und dem ganzen Spaß beschützen soll. So. Dann kommt die Mun jetzt sogar von selber. Lass noch die mal schnell hier hinterm Haus landen. Ach ja, dann kommt dieses scheiß Vieh auch. Ja, mir kackegal. Dann bleibt das Vieh jetzt alleine auf unserem Planeten. Gefangen für immer, denn wir werden nie zurückkehren. Hahaha. Ha, ha. So, nein, wir haben hier ein paar Aufträge abzuschließen. Umi, ich habe die Blumen. Es sind genug, um einen Blumenstrauß zu machen. Sind die für Hute? Ja. Ich wünsche, sie würde nicht mehr sauer auf mich sein. Ich vermisse sie. Kannst du ihr die Blumen geben? Natürlich. Warte mal, warte mal. Stand da jetzt 3 von 4? Nee, okay. Ich wollte schon sagen, wir haben dem doch 4 Stück gegeben. Warum?
Oh, hier hakelt's aber. Was ist hier los? So, hier ist so ein Bundesteil. Hatten wir das schon mal? Ja, das scheint doch ein bisschen besser zu sein. Mal schauen. Errungenschaft freigeschaltet. Superjäger. Ja, das gibt zwei Limatsch. Also war es besser. Zack. Ja, guck. Das ist relativ easy. Dann haben wir hier vorne noch so einen Stecken, Schneemann, Eis, Vieh, Teil. Das nehmen wir auch noch mit. Oh, und wir haben wieder genug wir haben genug Erfahrung gesammelt. So. Ein Geschenk eines gut aussehenden Ankh-Jägers. Umi? Blumen von Umi? Ja, er gibt sich große Mühe und hofft, dass du ihm auch etwas Aufmerksamkeit schenkst, Hute. In Ordnung, sag ihm, dass ich seine Einladung zum gemeinsamen Abendessen annehme. Davon hat er nichts, er... Großartig, wir sagen es ihm. Sag Umi, dass er eine Verabredung mit Hute hat, das sollten wir hinbekommen. Ei, Eintopf. Ja. Wir drehen hier aber erstmal eine Runde, denn... Nee, oder? Doch, genau. Wir können dem seinen Trunk vorbeibringen. Und vorher zerstören wir mal noch ein bisschen die Tierwelt. Oh. Dankeschön. Für dein Limatsch. Ja, da hängen wir fest. So. Hier ist der Unsichtbarkeitstrank. Vielen Dank für diesen Gefallen, Arko. Ich muss einfach fragen, wofür wollen Sie ihn verwenden? Ich werde ihn nicht trinken. Er ist für meine Sammlung an Zaubertränken. Oh, all diese bunten Gläser, eine tolle Sammlung. Jo. Gold haben wir bekommen. Ach so, da fällt mir ein, wir haben natürlich auch noch diesen silbernen Schlüssel. Können wir das, theoretisch können wir das ja gleich hier machen. Wir probieren damit jetzt mal diese Piratentruhe zu öffnen. Du hast neue Seiten der Geschichte der Prinz gefunden. Okay, sowas ähnliches habe ich mir auch gedacht. Gut, dann schauen wir trotzdem mal, ob wir noch irgendwas machen können. Das Eis offenbart mir heute eine neue Vision. Die Geburt eines neuen Elementes steht bevor, Arko. Es hat etwas mit deinem Planeten zu tun, Dayland. Mit meinem Planeten? Drei Prinzen vor dir haben die magischen Kräfte ihrer drei Kleinplaneten freigesetzt. Aus diesem Grund sind in unserem Universum diese drei magischen Elemente aktiv. Feuer, Eis und Leben. Die drei Tempel von Ankora sind diesen Elementen gewidmet. Genau, und Dayland wird das vierte Element freisetzen. Das ist deine Aufgabe. Was für ein Element ist es? Wind. Bald werden wir einen vierten Ankh-Weisen wählen und einen Windtempel bauen müssen. Doch der erste Stein des Tempels muss aus Kristall sein. Du musst ein Kristallgestein von Dayland mitbringen, damit wir mit dem Bau des neuen Tempels beginnen können. Aber der Kristall zerfällt, wenn er den Planeten verlässt. Nicht, wenn du ihn transportierst. Nur der Prinz kann den Kristall von Dayland entfernen. Ich verstehe. Ich versuche es. Du hast ein neues Rezept. Kristallgestein. Neue Mission. Nimm ein Kristall von Dayland mit nach Nidavi. Fehlt noch etwas, um den Auftrag zu beenden. Das habe ich mir gedacht. Dann... Genau. Das mit dem Essen. Das machen wir mal noch. Also die Einladung zum Abendessen, was ja eigentlich keine richtige Einladung war jetzt. Oh gut, wenn man, ne? Kann sich viel einreden. Ja, au. Dann dresch halt gleich richtig drauf, mein Gott.
So. Auf zu neuem Atem. Beziehungsweise erstmal zum Umi. Zum Abendessen? Ich bin nicht vorbereitet. Ich brauche eure Hilfe. Was sollen wir vorbereiten? Ich habe das Rezept, aber nicht genug Zeit, alle Zutaten zu sammeln. Wir helfen dir. Sag uns, was wir vorbereiten sollen. Köstliches Fisch-Sushi. Breite Sushi für das Verwendungsessen für Hute und Umi vor. Ich gehe mal davon aus, dass wir das ja sowieso bei uns machen müssen und dass wir dafür Fisch brauchen. Mann. So, Moment, ehe wir jetzt nach Hause fahren. Nochmal ganz kurz. Ganz kurz das da. Genau, das müssen wir beides bei uns machen. Und Hute, das haben wir alles abgeschlossen. Okay, können wir zurückdüsen. Mal gucken, ob der komische Bomb da jetzt noch da ist. Und das Katzenmädchen. Nö. Natürlich nicht. So, ja, flieg ins Wasser. Das ist... Was ist mit... Ach so, das ist genau dasselbe. Oh Gott, das wollte ich doch gar nicht. Verdammt. Das ist natürlich Nachteil bei der Axt. Wenn man da einmal draufhaut, dann... Ja. Ist das Gebüsch fort, sagen wir es mal so. Wir können ernten. Das machen wir vielleicht mal noch auf den Goliath. Das habe ich schon wahrgenommen, dass der gerade da war, aber... Brauchen wir ja nicht. Wir brauchen weder was... von ihm zu kaufen. Aufträge haben wir, können wir sowieso nicht mehr von ihm annehmen. Also er hat keine Aufträge mehr für uns. Und wenn jetzt das Katzenmädchen gekommen wäre, von dem ich wieder den Namen vergessen habe, ja, die haben ja auch keine Aufträge mehr für uns. Von daher, warum? Warum? So, dann würde ich ganz gerne jetzt nicht sinnlos unsere Kraft verdaddeln, sondern doch vielleicht mal noch einen Ausflug in unseren Steinbruch machen. Da einmal unsere Energie verballern. Na, können es natürlich auch erstmal heilen. Eine Fackel nehmen. Dann gehen wir da rein. Warum haben wir jetzt keine Zeit dafür? Warum haben wir jetzt keine Zeit dafür? Oh, Entschuldigung. Mein Huhn wieder abgebrannt. Oh gut. Dann schlafen wir halt so. Pff, auch egal. Ja, komm. Level 4. So. Jetzt kommen wir ab in die Mine. Das ist wieder so. Das ist wieder so klar. Das ist wieder so klar. Ja, das Zeug sammeln wir mal schön ein. Denn das bringt gut Kohle. Ja, ich will mal noch ganz schnell schauen. Was eigentlich? Küche. Sushi. 2 Lachs, 1 Reis, 1 Alge. Das heißt, wir brauchen 4 Lachs. Das ist... Scheiße, vielleicht mache ich das mal in der Pause, weil das kann sich ja das... Da der Stunden, ehe ich das zusammen habe. Dann... ist die Frage, wo... Werkstatt? Brauchen wir 20 Kristall? Das ist ja kein Problem, das können wir noch machen. Dann hätten wir das schon. Brauchen. Ach ja, dich brauche ich doch. Dich brauche ich doch. Da können wir noch schnell eine
Ja, komm. Sollen sie mir Essen klauen, ist mir egal. Wir können aber zumindest noch die Marmelade abschließen. Bitte richte deiner Freundin Lilly meinen Dank aus. Nymphen haben wirklich sehr interessante Geheimnisse. Moment, habe ich keine weiteren Aufträge für dich. Sprich, ist es jetzt ein Auftrag, sich bei der zu bedanken? Nö. Nö, nö, nö. Gut, dann. Ja, Essen wurde gestohlen, das ist so. Dann werde ich jetzt in der Pause vielleicht mal ein bisschen angeln, mal in die Mine gucken. Das interessiert ja eigentlich keinen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit etwas Fortschritt, wenn irgendwas Krasses passiert. Nehme ich euch natürlich wieder mit. Also habt vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.